Guten Morgen! Schön, dass du hier wieder auf meinem Kanal bist. Ich habe hier heute was, das habe ich schon ganz schön lange hier liegen. Wir haben das schon oft einfach so bemalt. Und heute möchte ich das aber mal als Struktur benutzen. Also das Rinde. Rinde habe ich ja schon oft verwendet. Also ganz unterschiedlich, wie diese Birkenrinde oder ganz starke Rinde, ganz dicke. Ich dachte, vielleicht klebe ich die mit der Paste. Ich weiß es aber noch nicht genau, weil ich hier noch so einen Rest habe. Vielleicht nehme ich auch einen Kleber. Zunächst also erstmal gucken, das große Stück kann man zerschneiden. Ich finde die Kante auch schön, so eine Rundung da drin. Ich hatte mir aber eben spontan überlegt, ich schneide mir einfach erstmal ein Stück ab. Kann man auch hier ganz gut ziehen, merke ich gerade. Also ich kann das hier so reißen, dann ist die Kante nicht so gerade. Und ja, so Form, die Struktur hier drin, die finde ich so schön. Also die gefällt mir total gut. Also das inspiriert mich eigentlich am meisten. Auch der Farbton, den Farbton finde ich ganz gut. Also spontan denke ich gerade, ach Mensch, das könnte man auch toll formen. Ja, so Gefäße formen, Skulpturen formen. Ja, aber heute erstmal nur das eine Experiment. Das andere kommt dann irgendwann. Ich reiße das hier nochmal so ein bisschen auf. Dann ist die Kante nicht ganz so gerade. Ja, ich nehme lieber den Kleber. Also der ist nachher transparent. Ich muss selber ausprobieren. Gerade. So genau weiß ich es auch noch nicht. Ich kann das hier noch so ein bisschen ziehen und glätten, dran drücken und dann schneide ich einfach hier die Kante mal ab, den Rand, und knicke das so ein bisschen rum. Ja, also die Farbe gefällt mir gut, das mag ich total gerne. Die werde ich bestimmt noch mal anderweitig verwenden hier. Jetzt will ich aber erstmal das Material kennenlernen und ich hatte mir hier ein schönes Neonpink hingelegt. Und ja, ich will also kontraststark heute arbeiten, damit ich nämlich die Struktur sehen kann, und ich weiß noch nicht, wie es funktioniert. Also ich lasse mich jetzt selber überraschen. Die Farben gefallen mir gut zusammen, mit dem Weiß auch noch. Also auch nur diese Farben finde ich ganz schön gerade. Jetzt nehme ich nochmal einen starken Kontrast dazu und guck mal, wie das jetzt läuft. Ja, es läuft semi-mäßig. Also es zieht sich jetzt da nicht so in die Struktur hier gerade. Ich verteile das jetzt mal ein bisschen und guck mal, ob das sich noch anders verhält. Gucke ich mal, wie die jetzt hier funktioniert. Im Wasser läuft da gar nichts, das wissen wir. Aber mit Wasser zieht sich jetzt hier ja schon so ein bisschen rein. Aber dann hört es auch schnell wieder auf. Also ich nehme nochmal hier den Spachtel, das Palettenmesser und verteile das mal so ein bisschen. Ich grundiere das jetzt erstmal und dann male ich danach nochmal drüber. Thank you.
Ja, das reduziere ich jetzt nochmal etwas, obwohl ich den Farbton total gerne mag. Malen wir nochmal ein paar Blätter drauf. So. Ja, hab Spaß dabei. Also vergiss es nie. Das ist immer eine Übung. Also für mich ist es jetzt hier gerade ein Experiment. So, die Farbe gefällt mir jetzt ein bisschen besser. Vielleicht kommt das nochmal durch, wenn ich jetzt Wasser rüberlaufen lasse. Die Mischung finde ich ganz gut gerade. Das Rot, wenn das noch so ein bisschen durchscheint, finde ich auch ganz schön hier. Und sonst die Farbmischung und die Farbverläufe finde ich jetzt ganz harmonisch. Es war ein spannender Prozess heute. Ja, ich wollte ein bisschen Kontrast stark arbeiten, damit ich die Struktur sehe. Und ja, Rot fiel mir so ein. Ich finde eigentlich rosa sehr, sehr schön und das Rot eben nochmal ergänzend dazu, finde ich ganz gut. Ja, einfach machen, du kennst das. Ich freue mich, dass wir hier immer so, ja, das als unser Motto schon sehen, das finde ich richtig gut und ich motiviere dich und du motivierst mich dann wieder damit. Kennst du schon, das ist schon im Kanal. Und da habe ich ja die ja, ähnliche Farbtöne verwendet und habe mich so inspirieren lassen von der Birke. Und ja, mit Strukturen zu arbeiten, kannst du eben ganz, ganz unterschiedlich, ob mit dem Papier oder mit der Rinde oder mit was auch immer, mit der Paste. Das macht immer wieder Spaß. Also schön, dass du hier bist. Mach's gut. Das war mal wieder ein Experiment für mich und ja, das Experimentieren gehört einfach mit dazu und so kann ich immer wieder auch neue Wege finden, mich auszudrücken und ja, meine Gefühle, meine Emotionen, meine Gedanken auf die Leinwand zu bringen und da hilft mir eben auch das Experimentieren bei. So kann ich abtauchen, Neues entdecken. Ja, und manchmal ist es müßig. Also zu Anfang war es auch nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Und dann dachte ich so, ah, schade. Und musste so ein bisschen umschwenken. Und ja, das ist halt dann so. Und dann konzentriere dich immer nur auf den Moment des Schaffens, des Kreierens und verurteile nicht irgendwie das, was du da gerade machst, sondern guck einfach, dass du für dich darüber auch deinen Weg findest, ja, deine eigene Kunst zu schaffen. Dabei wünsche ich dir viel Spaß, schön, dass du hier bist und hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss!